Als eine trauernde Mutter ihren Sohn während der Beerdigung aus dem Sarg nahm, waren alle schockiert. Doch der Grund für ihre Aktion ist herzzerreißend und wird dir die Tränen in die Augen treiben. Als Sarah und Jim erfuhren, dass sie ein Baby erwarteten, waren sie überglücklich. Und als der kleine Edward geboren wurde, glaubten sie fest daran, dass sie nie glücklicher sein würden. Doch kurz nach seinem 5. Geburtstag begann der einst gesunde und lebhafte Junge über ständige Kopfschmerzen zu klagen, gefolgt von Schüttelfrost und Fieber. Sarah und Jim machten sich Sorgen und brachten ihn ins Krankenhaus. Doch die Diagnose kam wie ein vernichtender Schlag. Der arme Edward hatte chronische Leukämie. Die Krankheit war glücklicherweise in einem frühen Stadium erkannt worden und die Ärzte waren zuversichtlich, dass eine Chemotherapie Edwards Leben um mehrere Jahre verlängern würde, zumindest bis der medizinische und technologische Fortschritt einen revolutionären Weg finden würde, das schreckliche und unglückliche Problem von innen heraus auszurotten. Trotz dieser Zuversicht spürte Sarah, die sonst so gefasst und willensstark war, wie ihre Beine unter ihr nachgaben, weil sie diese grausame Wendung des Schicksals nicht verstehen konnte. Inmitten dieser Verwirrung und dieses Schmerzes durfte Edward unter strenger ärztlicher Aufsicht vorerst nach Hause gehen. Er würde bald ins Krankenhaus zurückkehren müssen, aber für den Moment empfahlen die Ärzte, dass er es sich zu Hause bequem machen sollte. Die Rückfahrt im Auto verlief schweigend und Jim verlor sich zwischen dem Schock über die Diagnose seines Sohnes und der Wut, die wegen Sarahs plötzlichem Gefühlsausbruch in ihm brodelte. Er fuhr fast völlig geistesabwesend nach Hause. Als sie in die Einfahrt einbogen, sprachen sie kaum noch miteinander und als sie das Haus betraten, ging Sarah leise nach oben und schloss sich in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer ein. So musste sich Jim widerwillig allein um Edward kümmern, was an sich kein Problem war, aber es blieben trotzdem viele unbeantwortete Fragen in der Luft hängen. Aus Tagen wurden Wochen, in denen die Emotionen hochkochten, aber in der kleinen Wohnung unausgesprochen blieben. Angst und Bedauern über verpasste Gelegenheiten aus längst vergangenen, unbeschwerten Zeiten. Eines Tages musste Jim das Haus verlassen, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Sie gingen nur noch selten nach draußen und die Familie hasste es, getrennt zu sein, trotz der angespannten Atmosphäre. Nur widerwillig vertraute Jim Sarah die Betreuung von Edward an. Es war eine Entscheidung, die von einer drohenden Wolke des Misstrauens und des Grolls belastet war, die lange Schatten auf ihre einst perfekte Liebe warf. Kaum war Jim über die Schwelle getreten, wurde Sarah von Entsetzen ergriffen, als Edward in Todesangst auf dem Boden zusammenbrach und ohnmächtig wurde. Sarahs Herz pochte in ihrer Brust, Panik schoss durch ihre Adern und trieb sie zu schnellem Handeln an. Sie hob den kleinen Edward in ihre zitternden Arme, rannte zum Auto und raste mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf Hilfe zu, angetrieben von dem Adrenalin, das durch ihre Adern floss. Sarah rief verzweifelt Jim an, der gerade im Laden angekommen war. Er ließ seinen Wagen stehen und raste zum Krankenhaus, um sie zu treffen. Der Anblick des abgemagerten Gesichts und des leblos wirkenden Körpers seines Sohnes löste in Jim einen Gefühlsausbruch aus und er warf Sarah plötzlich vor, seinen Jungen schlecht behandelt und die Atmosphäre zu Hause in den letzten Wochen angespannt zu haben. Es tat ihm gut, seine Wut und Frustration loszuwerden, auch wenn sie fehlgeleitet war. Er bedauerte es sehr, als er sah, wie die Tränen seiner Frau über ihre Wangen liefen, als würden sie seine eigene innere Qual widerspiegeln. Mit zitternder Stimme erzählte Sarah, warum sie sich so verhalten hatte, seit sie von Edwards Diagnose erfahren hatte. Sie gestand, dass sie ihre beste Freundin aus Kindertagen durch chronische Leukämie verloren hatte. Dieselbe Krankheit, die nun ihren geliebten Sohn von innen heraus zerstörte. Der Schmerz in ihrem Gesicht bewies Jim, dass Sarah die Wahrheit sagte. Sie wollte die Vergangenheit nicht noch einmal durchleben, indem sie mit Jim darüber sprach. Die Wahrheit war, dass der Tod ihrer Freundin aus Kindertagen Sarah mehr beeinflusst hatte, als sie je wissen konnte. Dieses schreckliche Ereignis hatte sie wirklich verändert und sie hatte sich nicht mit den Folgen auseinandergesetzt, die so etwas in so jungen Jahren mit sich bringt.
Hätte sie vielleicht mit jemandem gesprochen oder versucht, mit ihren Gefühlen konstruktiv umzugehen, dann wäre sie vielleicht anders mit Edwards Diagnose umgegangen. So aber kamen all die Ängste und Gefühle, die Sarah jahrzehntelang weggesperrt hatte, wieder zum Vorschein. Als Edward tapfer gegen seine Krankheit ankämpfte, wurde klar, dass er diesen Krieg nicht gewinnen würde. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit und er wurde immer magerer, während seine Lebenskraft langsam von ihm abfiel. Schließlich gab der Körper des armen Jungen völlig auf und Edward entschlief friedlich, während seine Eltern an seiner Seite waren, seine Hände hielten und ihm zuflüsterten, dass er wieder gesund werden würde und dass sie ihn liebten. Die schwere Last des Verlustes lag auf ihnen allen und Traurigkeit machte sich in ihrem Haus breit. Freunde und Familie versammelten sich an einem grauen Morgen, um den kleinen Edward auf einem Friedhof mit vielen trauernden Seelen zur Ruhe zu legen. Die Luft war erfüllt von Trauer. Doch kurz bevor der geschlossene Sarg in die dunkle, kalte Erde gesenkt wurde, durchbrachen Sarahs gequälte Schreie die Stille. Sie konnte den Gedanken nicht länger ertragen, sich ohne eine letzte Umarmung von ihrem geliebten Jungen zu trennen. Ein unausgesprochenes Lebewohl für die Ewigkeit. Jim spürte, dass sich seine Qualen in Sarahs Jammern widerspiegelten und nickte den mitfühlenden Bestattern, die in der Nähe standen, stumm zu. Er war sich nicht sicher, ob dies das Richtige war, aber er wusste, dass seine Frau diese Gelegenheit brauchte, um sich endgültig zu verabschieden. Schweren Herzens und voller Mitgefühl öffneten sie Edwards Sarg und gaben Sarah eine letzte Gelegenheit, ihren hübschen kleinen Jungen in ihren mütterlichen Armen zu halten. Sarah weinte unkontrolliert und umarmte ihren kleinen Jungen zärtlich. Ihre Tränen vermischten sich mit dem Flüstern, das sie ihm leise in seine leblosen Ohren flüsterte und ihm ewiges Gedenken versprach. Sarah spürte, wie leicht Edward in ihren Armen war. Es war, als wäre er nicht real, als wäre er eine Art Stoffpuppe. Die Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie ihm ein Versprechen nach dem anderen gab. Wie sollte sie ohne Edward in ihrer Welt weiterleben? Sie wusste es nicht, aber sie musste es tun. Egal wie groß der Schmerz war oder wie sehr ihr das Herz gebrochen wurde, Sarah musste einfach weitermachen. Es gab keine andere Möglichkeit. Schließlich legte Jim seiner Frau schweigend die Hand auf den Rücken und wischte seine eigenen Tränen weg, als er ihr sagte, dass es Zeit sei. Als Sarah sich umschaute, sah sie, dass der Anblick der Mutter und ihres Sohnes allen das Herz brach und die Gemeinde weinte laut und ihr Kummer hallte um die Grabsteine herum. Weder Jim noch Sarah würden Edward jemals vergessen, noch würde ihre Liebe zu ihrem kleinen Jungen jemals erlöschen. Denn das ist die wahre Last der Liebe. Und nun bist du dran. Was hältst du von dieser unglaublich herzzerreißenden Geschichte? Wie hättest du Sarahs erste Reaktion auf Edwards Diagnose gedeutet? Und wie hättest du dich gefühlt, wenn du bei der Beerdigung gewesen wärst und einen so herzzerreißenden Abschied miterlebt hättest? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten mitteilst.